Liebe Freunde, entschuldige über meine schreckliche Deutsch, aber ich möchte etwas sagen mit meinem Deutsch. Ich freue mich sehr, zu spielen in diesem schönen Raum für meine Freunde Carsten und Gabi Könemann, wie für Sie alles, natürlich. So, ich viele denken über diese Programme. In der letzten Moment ich habe ein kleines Geschenk für Sie. Vor dem Programm, ich möchte spielen für Sie mein eigenes Stück, meine eigene Komposition. Und das ist wichtig für mich, weil diese Komposition, das ist Elegie für Klavier. Aber warum Elegie? Elegien, ja, Elegie. Das ist, diese Stücke ist für zwei Personen sehr wichtig für mich. Gewidmet hat. Ja? Das ist Rainer Maria Rilke, der große Dichter, ja? Und Ludwig van Beethoven. Elegie, Sie können die Elegie, das ist das Beste, was Rilke hat geschrieben. Ja? Elegien, Duinese Elegien zum Beispiel. Ja? Und Beethoven. Warum Beethoven? Das ist meine Denke über zwei ganz berühmte Kompositionen von Beethoven. Das ist 26 Sonate von Beethoven. Das ist erste Klange, ja? Und Beethoven hat geschrieben, Leb wohl, leb wohl, leb wohl. Und dieselbe Klang, dieselbe Tone ist von dem fünften Konzert von Beethoven. Wenn ich nicht irre, das ist goldene Hörnerschritt. Ja? Goldene Hörnerschritt. Ja. Erst dies, dann dies. Und für mich, das ist etwas symbolisch für ganze deutsche Musik. Vielleicht nicht nur deutsche, vielleicht europäische Musik, aber besonders deutsch. Ja? Österreichische auch. Meine Elegie ist meine Improvisation, meine Denke über diese Lebwohl. Vielleicht das ist ewige Lebwohl, ewige Sonne, ewige Paradiese, ewige Nostalgie. Also für kleine Epigraph, ich möchte die erste Worte von Elegie von Marina Tsvetaeva von Rainer Maria für Sie erzählen. Oh, die Verluste ins All, Marina, die stürzenden Sterne.